Wir stärken und bekräftigen heute etwas, das gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte sehr viel wiegt, obwohl es beinahe banal klingt. Normalität. Eine Normalität, die bekennt, jüdisches Leben, Jüdinnen und Juden gehören zu Deutschland und Judentum gehört zur Bundeswehr. Ich kann mir ungefähr ausmalen, welches Bild in Ihren Köpfen entstand, als Sie hörten, es gäbe jetzt einen Militärbundesrabbiner. Sie haben sich vermutlich einen alten Mann mit weißem Bart, Schläfenlocken und großem Hut vorgestellt. Als Vater von 3 Kindern ist er auch daran gewöhnt, dass plötzlich alle Pläne über den Haufen geworfen werden müssen. Und als begnadeter Sänger und Bassist wäre er in der Lage, die Kaserne zu rocken. Ob er das macht, darauf sind wir gespannt.